Auf geht's zur 10. Folge. Wir haben ja letztes Mal hier den Alisten gefunden, so wie es aussieht. Dann sehen wir uns den noch einfach mal auch als ersten an. Komm, kleine Hand. Ich habe noch nicht alles untersucht. Was willst du mir denn damit sagen? Ich habe noch nicht alles untersucht. Jämmerliche blinde Narren! Wisst ihr denn nichts von der Ankunft des großen Einen? In diesem Moment kommen seine Diener aus seinem ganzen Königreich und die Erleuchteten werden ihm ihr Fleisch geben. Alle werden da sein bei seinem Erwachen. Kämpft nicht gegen die Berufung. Bald wird er aufhören zu träumen und unsere Welt wird im Ganzen verschlungen. Verneigt euch und sprecht das Dankgebet. Ihr seid die Nahrung seiner neuen Welt. Ich hab es, Holmes. Kann man so sagen. Volltreffer, Watson. Ja, der Typ hat irgendwie denselben Stuss auch gelabert wie der Typ da in der Psychiatrie, ne, den wir da irgendwann mal in diesem Keller gefunden hatten, in diesem Geheimraum. Da saß ja, glaube ich, so ein alter Typ doch, der voller Bemalung war. Der hat auch erzählt, hört auf zu träumen, dieses, jenes und was weiß ich nicht so. Ja. Gut, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Können wir den angucken? Können wir rauskriegen, wer das ist? Ich glaube nicht, ne? Ja, schon lecker. Gehen wir mal hier rein, was da so zu finden ist. Das kann ich nicht. Okay, da muss irgendwas hin. Das ist ein Platz, ne? Was haben wir denn? Vielleicht die da. Ich huldige dir, lala. Irgendwie so in der Richtung. Oh ja. Schädel sieht hier aus. Ah ja. Sieht aber trotzdem nur halb aus, ne? Was haben wir denn jetzt? Für ein merkwürdiges Buch. Ich habe diesen Dialekt noch nie gelesen. Perfekt. Es wird mir die willkommene Abwechslung auf unserer Heimreise bieten. Okay, und was ist mit Arnesen? Kann ich den jetzt angucken, verarzten oder... Den kann ich auch nicht. Wir können doch nicht den armen Mann da die ganze Zeit liegen lassen. Geht doch nicht. Ah, jetzt macht er Holmes, helfen Sie mir dabei, ihn zum Boot zu tragen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob er die Rückreise überleben wird. Beim neunschwänzigen Teufel. Das ist doch Arneson. In der Tat. Kennen Sie jemanden, der ihn aufnehmen und pflegen könnte? Sie sollten zu der kleinen Lucy gehen, die auf dem Boot lebt. Ich weiß, wo Lucy ist. Bitte helfen Sie meinem Freund, diesen armen Mann auf den Kai zu heben. Dann gehe ich Miss Lucy holen. Was können wir für dich tun, Süßer? Madam, könnten Sie bitte Lucy ausrichten, dass wir Mr. Arneson gefunden haben? Und sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Es könnte ihre letzte Chance sein, ihn lebend zu sehen. Lucy! Lucy! Ah, da bist du ja. Dieser Gentleman hat deinen Freund gefunden. Mein Gott! Ist das wahr? Na sicher, er sagt's doch selbst. Was haben sie mit dir gemacht? Oh, mein armer Schatz! Oh. Er hat seine Hand verloren und steht unter starkem Schock. Aber mit Ruhe und liebevoller Pflege hat er gute Chancen, diese Verletzungen zu überleben. Oh, Madam, bitte! Wenn ich kurz etwas sagen dürfte. Wir haben dieses Geld gefunden. Eine große Summe, die Mr. Arneson gehört. Ich glaube, es wäre gerecht, sie Ihnen anzuvertrauen. Tja, dann scheint ja alles klar zu sein. Ich werde mich gut um dich kümmern. Du wirst sehen, mein Schatz. Wegen Arnesons Haus. Dort herrscht einige Unordnung.
wenn Sie so gut sein könnten und dort alles wieder in Ordnung bringen würden? Sie können auf den alten Champagne zählen. Wird alles erledigt. Ich sehe, unser Freund ist in guten Händen. Wir beeilen uns, lieber Watson. Unser Schiff trifft schon Vorkehrungen zum Auslaufen. Watson, ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Aber Holmes, Sie haben sich jetzt schon 4 Tage lang in Ihrer Kabine eingeschlossen. Draußen scheint die Sonne und der Wind vom Meer. Wenn Sie näher kommen, Watson, werfe ich Sie hinaus. Jetzt gehen Sie. Verdammt nochmal, Holmes, mir ist langweilig. Ich ertrage die Unterhaltungen der Matrosen keine Minute länger. Wir haben eine Vereinbarung, Watson, jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich kümmere mich um die Übersetzung des Buches. Sie studieren die Zahlen, die unser junger Freund Davy gezeichnet hat. Jetzt machen Sie sich an Ihre Aufgabe und überlassen Sie mich meiner. Aber Sie wissen doch, dass solche Rätsel nicht meine Stärke sind. Hätten Sie nicht eine andere Aufgabe für mich, die meinen Fähigkeiten besser entspricht, Holmes? Natürlich. Sie sind schließlich ein Mann des Wortes. Also gehen Sie wieder auf die Brücke, nehmen Sie Ihr bewährtes Notizbuch und redigieren Sie diese kleine Abhandlung. Einverstanden. Zu welchem Thema? Meine Monographie über die berechneten Flugbahnen von Möwenexkrementen. Guten Tag, Watson. Wie ich sehe, haben wir eine Nachricht bekommen. Zweifellos von meinem Bruder Mycroft. So, übrigens tolle Abhandlung. So, Flugbahn von Möwenexkrementen. Toll. Also, was schreibt Mycroft? Lieber Sherlock, du erhältst diesen Brief wahrscheinlich bei deiner Rückkehr aus Amerika. Deine Anweisungen für die Schweiz wurden exakt befolgt und du wirst dich über die Ergebnisse sicher freuen. Vor ein paar Tagen durchsuchten die Schweizer Behörden das Institut Schwarzes Edelweiß und fanden Hinweise auf ernste Vergehen gegen die medizinische Ethik, so wie du es vermutet hattest. Auch Dr. Gygax wurde gefunden und festgenommen. Leider griff er, bevor man etwas von ihm erfahren konnte, zu drastischen Mitteln. Er trug eine kleine, aber tödliche Dosis Zyankali bei sich. Er schluckte sie, bevor man ihn aufhalten konnte und starb sofort. Seine Angestellten leugneten jedes Wissen über seine mörderischen Aktivitäten und die Hinweise deuten darauf hin, dass sie als Angestellte nur seine Anweisungen ausführten. Von dem Hindi keine Spur. Ich nehme an, der Alte im Keller, ne? Aber dein Freund, Hauptkommissar Bilger, sagte mir, dass seine Männer während der Durchsuchung eines unterirdischen Geschosses des Instituts eine blutbespritzte Grube fanden. Sie hörten in diesem Raum auch ein seltsames, irres Lachen, das direkt vom Grund der eben genannten Grube zu kommen schien. Der Hauptkommissar und ich glauben, dies könnte das Schreien der Patienten gewesen sein, die im Hof der Anstalt versammelt waren. Er meint, das Geräusch wäre durch die seltsamen akustischen Verhältnisse abgelenkt worden und schien deshalb aus dem dreckigen Loch zu kommen. Dieser Theorie schließe ich mich an und erzähle dir das alles nur, damit du wirklich alle Fakten kennst. Du solltest auch wissen, dass der beängstigende Raum seitdem versiegelt wurde. Obwohl ein Großteil von Dr. Gygax' Unterlagen vor dem Eintreffen der Schweizer Polizei zerstört wurde, haben es ein paar Rechnungen überstanden. Diese stimmten mit einigen verdächtigen Transaktionen überein. Auch die berühmte Diskretion der Schweizer Banken kennt ihre Grenzen. Was ich erfahren habe, klingt zwar abstrus, aber wahrscheinlich. Es sieht so aus, als habe Dr. Gygax seine Hand auf einem großen Teil, wenn nicht sogar auf dem ganzen Schatz von Lord Rochester gehabt. Du erinnerst dich vermutlich, dass Lord Rochester, der bekannte Londoner Milliardär, eine amerikanische Frau heiratete. Sie hatten nur ein Kind, einen Jungen namens Archibald. Nachdem der Junge seine Erziehung abgeschlossen und die Volljährigkeit erreicht hatte, reiste er nach Osten, um die Interessen seines Vaters zu vertreten. Neben seinen Besitzungen in England unterhielt Lord Rochester einige Edelsteinminen in Indien. Nach 2 Jahren hatte Archibald ein Vermögen an Edelsteinen in höchster Qualität angehäuft. Die schönsten darunter kamen in eine Truhe, die er auf ein Schiff nach England mitnahm. Dann wandte sich das Schicksal gegen ihn. Weder er noch die Edelsteine erblickten je wieder Land, denn ein furchtbarer Sturm versenkte das Schiff in der Nähe der indischen Küste. Nur wenige Mitglieder der Mannschaft überlebten. Die Leichen der anderen wurden aus dem Meer gezogen, mit einer Ausnahme.
Man fand keine Spur von Archibald und seiner Truhe und die Tragödie nahm ein noch größeres Ausmaß an. Die Nachricht traf Lord Rochester schwer. Er verstarb bald darauf und Lady Rochester kehrte gramgebeugt zu ihrer Familie nach Boston zurück. Auch sie starb kurz darauf. Diese einst edle Familie ist nun ausgelöscht. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass Archibald Rochester die Steine sorgfältig auflisten ließ, bevor er an Bord ging. Ich konnte diese Listen glücklicherweise neulich sehen. Wenn ich mir die besonderen Kennzeichen so ansehe, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass einige der Steine, die eigentlich tief auf dem Grund des Indischen Ozeans schlummern sollten, mitten in den Schweizer Alpen wieder aufgetaucht sind. Ich konnte leider noch nicht herausfinden, was Amos Corby, den Angestellten von Northwood, in diese Gegend führte. Aber vielleicht weißt du mehr darüber, als ich erfahren darf. Liebe Grüße, Mycroft. Merkwürdig. Hier, lesen Sie das, Watson. In der Tat. Aber der Besitz eines solchen Schatzes ist für sich doch Ziel genug. Warum zum Teufel noch diese ausgefeilte Maskerade? Geld ist oft das Motiv für die niedersten Taten. Aber nicht in diesem Fall. Das sind in der Tat tiefe Wasser, Watson. Diese Leute folgen einem anderen dunklen Ziel. So verzweifelt, dass es jedes Opfer und jedes große Risiko rechtfertigt. Sie machen mir Angst, Holmes. Ich weiß. Manchmal mache ich mir selbst Angst. Genug der müßigen Spekulationen, Watson. Ich bat Sie, die Zahlen zu studieren, die der junge Davy gezeichnet hat. Zweifellos handelt es sich um einen Code. Was haben Sie herausgefunden? Boah, Leute. Noch gar nichts. Muss ich mir nämlich angucken. Dauert. Kriege ich raus und versuche es dann auch zu erklären, falls ich es entdeckt habe. So, jetzt versuche ich das mal auseinander zu dröseln. Also wir haben hier zwei verschiedene Zahlenreihen. Und was auffällig ist, ist, dass hier, wie gesagt, so ein Schrägstrich, so ein Slash irgendwie dazwischen ist. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9... Ne, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Zahlen. Naja, und was dabei auffällig ist, das sind dann wirklich tatsächlich die Zahlen 1 bis 9, also keine wiederholt sich, 1, 2, 3 und so weiter, 4, 5. Jetzt geht das Ganze dann, also wird es unterbrochen, dann fängt was Neues an, 2, 1, 4, 6 und so weiter. Auch da haben wir wieder keine Zahl erstmal doppelt. Bis hier hinten im Grunde genommen nach der 3 die 9 wieder auftaucht, die dann doppelt wäre. Das heißt also, hier müsste eigentlich eine neue Zahlenreihe beginnen. Jetzt haben wir aber das Problem, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zahlen, nicht 9 wie hier vorne. Mit anderen Worten, es fehlt eine Zahl und wenn wir genau hingucken, fehlt die 5. So, jetzt treiben wir das Spielchen mal weiter. Jetzt gucken wir mal wieder, was doppelt kommt. 1, 2, 3. So, die 8 ist doppelt, bis hierhin geht die nächste Zahlenreihe. Auch dort sind es nur 8 Zahlen von der 9 ausgehend. Und zwar fehlt da dann die 6. Jetzt kommt eine Zahlenreihe, wo komischerweise, bis wieder sich was doppelt, gar nichts fehlt. Das Ganze geht hier hinten bis zu 7, da sind tatsächlich wieder alle 9 Zahlen. Ist also sowas wie, keine Ahnung, also keine Zahl fehlt, die brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht. Wir haben bis jetzt eben nur die 5 einmal, die fehlt, die 6, die einmal fehlt. Und dann gucken wir hier wieder weiter. 5, 2, 7, blablabla, bis sich das wieder doppelt. Der ganze Spaß geht hinten bis zur 8. Da fängt dann wieder die 6 an, die wir hier als doppelte Zahl haben. Beziehungsweise einen Moment, 1, 2. Nicht, dass ich durcheinander rutsche. Und dann, wenn wir das ganze Spielchen so weiter treiben, kommen wir oben auf eine Zahlenkombination. Das gleiche können wir hier unten komischerweise auch machen. Und dann kommt dahinter eine Kombination raus. Wir hatten die 5, die 6, dann kam etwas, was gar nichts, wo nichts fehlte. Dann fehlte eine 4 und fehlte eine 3 und eine 6. Also das ist echt eine Schreiberei und da muss man ziemlich genau hingucken, dass man nicht verrutscht. Dann haben wir hinter eine neue Zahl. Ich mache dafür ein Leerzeichen, weil das waren ja zwei verschiedene Zahlen rein. Dann war etwas, was sich nicht doppelte, da war, beziehungsweise wo nichts fehlte. Da habe ich dann einfach gesagt, okay, da kommt nichts hin, das ist keine Zahl. Dann kam die 6, die fehlte, die 1 fehlte einmal, die 3 und die 4. Und das müsste eigentlich das Ergebnis sein.
Ja, da haben wir das aufgelistet. Schön. In der Tat, sie können nur eine bestimmte Bedeutung haben, auch wenn sie sich mir im Moment entzieht. Was mein eigenes Rätsel angeht, ich konnte die Geheimnisse dieses Buches leider nicht durchdringen. Die Sprache ist archaisch und meine mageren Kenntnisse von Chiffren wurden hart auf die Probe gestellt. Ich habe nur Irrsinn und andere Absurditäten daraus ableiten können. Diesem Buch zufolge, falls meine Übersetzung korrekt ist, muss man dieses Zeichen mit menschlichem Blut schreiben und dann mit Überzeugung diesen aufschlussreichen Vers rezitieren. Gnarte, Gwidelim, Lisrte, Sibylle. Dann ist das Opfer gebannt oder von Dämonen besessen. Ich sage Ihnen, Watson, das liest sich wie reines Geschwafel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was haben Sie gesagt? Was? Diese Zeichnungen, was für ein Grauen. Ich sage Ihnen, Holmes, dieses Buch bereitet mir großes Unbehagen. Wie fast alles im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. Mir ist gerade etwas eingefallen, Watson. Hat nicht der Buchhändler Barnes uns erzählt, dass er Altertumsgeschichte studiert hat? Vielleicht könnte er uns bei der Übersetzung dieses Buches helfen. Wir müssen bessere Köpfe suchen, denn wir kommen hier nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie diese Leute hingebracht haben könnten und welche Konsequenzen sie erwarten. Kommen Sie. Wir wollen sehen, ob Barnes uns vielleicht helfen kann. Okay, Text aus dem verfluchten Buch. Wir sind natürlich schlauer als Holmes. Ich würde sagen, da ist das Buch. Wir müssten dann jetzt über die Karte mal zu Barnes. Wo bist du denn da? Dann gehen wir mal rein und gucken, was der Gute dazu sagt. Mr. Holmes, Dr. Watson, was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Gut, dann wählen wir das Buch mal aus und schauen, was passiert. Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch, ein echtes Museumsstück. Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten. Und nun? Das wird also irgendwie dauern. Wahrscheinlich müssen wir einfach irgendwo hinspringen. Ne, ihr erinnert euch, hier hat es angefangen mit Captain Stanwicks Haus. Ja, wir haben jetzt schon eine ganz schöne Reise hinter uns. Keine Ahnung, gehen wir zu Baker Street zurück. Ich müsste jetzt nicht wahrscheinlich nur einmal hin und her hüpfen und dann... Ach, guck an, der Zeitungsjunge ist da. Gibt's was Neues in der Zeitung? Strand, kaufen Sie den Strand! Drei Schiffe noch immer auf See verschollen! Alle an Bord wahrscheinlich tot! Kaufen Sie den Strand! Das Neueste über die verschwundenen Schiffe! Gib mir die neueste Ausgabe, mein Junge. Danke, Mister. So, ein bisschen räuspern und dann mal kurz lesen. Ich denke, die meisten haben vielleicht nicht den großen Bildschirm. Ich leg mal wieder los. Sturm des Jahrhunderts. Das furchtbare Unwetter, das viele mittlerweile den Sturm des Jahrhunderts nennen, tobt jetzt über der schottischen Insel und irischen Küste. Über der schottischen und irischen Küste. Es dauert nun schon 2 Wochen an und die Behörden befürchten, dass es an Stärke noch zunehmen könnte. Zeugen berichten, dass der Wind stärker wird und man 12 Meter hohe Wellen gesehen hat. Der Sturm richtet großen Schaden in der Schifffahrt an. Und unter den Seefahrern an. Ich überhole mich da irgendwie selber, weiß ich auch nicht. 34 Schiffe sind als vermisst gemeldet worden und als dieser Artikel in den Druck ging, hingen hunderte Leben in der Schwebe, während Seeleute gegen die tobenden Elemente kämpften. Leider darf die Rettungswacht der Königlichen Marine wegen der Gefahr keine Suchmannschaften losschicken, solange der Sturm noch tobt.
werden nur Glück und Glaube die Verlorenen auf dem Meer nach Hause zurückbringen. Ihr einziger Hoffnungsschimmer ist, dass die meisten Leuchttürme noch arbeiten. Die Straßen stehen zwar fast alle unter Wasser, aber die Wärter, die Beschützer der Küsten und letzten Freunde der Seeleute halten mutig ihre Stellung, auch wenn sie vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Ihre Majestät, die Königin, beriet anlässlich einer Rettungskonferenz mit ihren Ministern über die Krise an der Küste und man erfuhr, dass auf der ganzen Welt gerade ähnliche Phänomene auftreten. Eine außergewöhnliche Eigenschaft des Unwetters, das unsere Küsten terrorisiert, scheint zu sein, dass es das Wetter überall auf der Welt beeinflusst und ähnliche Stürme erschafft. Das hier ist doch Inspektor Gadget, oder? Ist das nicht der vom rosaroten Panther, der da schon mal auftaucht? Na egal. Berichte vom Festland aus Amerika, Afrika und Ozeanien sprechen alle von sich rasch verschlechternden Bedingungen auf See. Einige Gelehrte spekulieren, dass die momentane Stärke und Richtung des Sturms an unseren Küsten die Stärke der Wellen in anderen Meeren vergrößert. Doch ein weltweiter Effekt dieser Größe wäre der erste seiner Art. Die französische Polizei stammelt. Zweifellos kommt die französische Polizei immer zu spät. Im ungeklärten Fall des mysteriösen Einbrechers A.L., oh, Arsène Lupin, ein kleiner Seitenhinweis, dessen Raubzüge wir mit großer Regelmäßigkeit verfolgt haben, traf die Polizei auf ein großes Hindernis. Ich lese das jetzt mal, weil wir ja Arsène Lupin auch gespielt haben. Naja. Nämlich die ungehemmte Bewunderung der Opfer für diesen cleveren Dieb. Eine reiche, exzentrische Erbin wurde kürzlich um ein Vermögen an Edelsteinen erleichtert, deren Wert mehrere hundert Millionen Francs übersteigt. Die örtlichen Behörden ließen ihr Anwesen überwachen, da es als Hauptziel für den notorischen Dieb galt. Letzte Nacht beobachtete man einen Schatten, der die Mauer erkletterte, über das Grundstück lief und das Haus betrat. Die Polizisten ließen die Falle sofort zuschnappen, mit einer ganzen Brigade als Verstärkung. Sie stürmten das Haus, versetzten den Haushalt in Panik und rannten in die privaten Gemächer der Erbin. Sie war im Nachthemd und verkündete keck, der Juwelendieb sei gerade aufgetaucht. Nach ein paar Minuten, sehr langen Minuten, gab sie zu, dem Einbrecher einen alten Geheimgang in ihrem Zimmer gezeigt zu haben, durch den er fliehen und der Polizei entgehen konnte. Hey, Moment mal, das hat die Königin in unserem Spiel gemacht. Ja, ihr erinnert euch? Königin Victoria hatte Arsène Lupin durch einen Geheimgang entkommen lassen. Der Gang führte zu einer naheliegenden Zugstation. Die schockierten Staatsdiener gingen wortlos, ohne die leichte Mahlzeit, die die Lady des Hauses für sie vorbereitet hatte, zu sich zu nehmen. Und zweifellos braucht sie mehr als ein paar Croissants, um die Versicherungsgesellschaft davon zu überzeugen, ihr den Wert der gestohlenen Steine zu ersetzen. Watson, sehen Sie nur die Nachrichten über all die vermissten Schiffe. Ich habe eine Idee, aber dafür brauchen wir eine Karte der schottischen Küste und des angrenzenden Meeres. Es hat keinen Sinn, Barnes zu fragen. Ich möchte seine Aufmerksamkeit nicht von der Übersetzung ablenken. Das stimmt wohl, Holmes. Aber wo sonst könnten wir eine solche Karte finden? Ja, aber amüsante Nummer so nebenbei. Ich glaube, Arsène Lupin war ja etwas später als das hier. Und dann haben die Idee des Geheimgangs, die sie hier so in die Zeitung gepackt haben, tatsächlich hinterher dann im Spiel selber aufgegriffen. Eigentlich ganz, ganz witzig. Ja, was brauchen wir jetzt? Schottische, nee, wir brauchen eine Karte oder was war das? Mist. Was war nochmal? Na gut, das ist das mit Barnes. Ganz kurz gucken. Was hat er gesagt? Holmes, was sollen wir nur tun, während wir darauf warten, dass der gute Barnes seine Übersetzung fertigstellt? Ach so, wegen den Schiffen und eine Karte, Schiffskarte oder so. Dann gucken wir im Hafen, ne? Oder so? In der Kneipe, fragen wir mal, ob es da sowas gibt. Das ist doch ganz einfach. Wenn wir eine Seekarte suchen, dann müssen wir zum Hafen. Ja, das sehe ich auch so. Dann schauen wir doch einfach mal nach, ob wir da was finden. So. Ja, der Wirt hat doch bestimmt eine vorzügliche Auswahl an total tollen Seekarten. Na, ich glaub's nicht. Guten Tag, Sir. Guten Morgen, Gentlemen. Hätten Sie gern ein halbes oder etwas feineres? Danke, aber im Moment brauche ich nur Informationen. Ihr gutes Ale muss leider warten. Zu schade, wirklich. Wissen Sie zufällig, wo ich Karten der örtlichen Gewässer bekomme? Sie werden im Büro des Hafenmeisters aufbewahrt. Aber ich fürchte, nur wer geschäftlich im Hafen zu tun hat, darf dort hinein. Sie verstehen. Ganz genau. Ich brauche eine Karte des schottischen Gebiets, wo all diese Schiffe in letzter Zeit Schiffbruch erlitten haben. In der Tat. Welch traurige Geschichte.
All die armen Seelen, die auf dem Meer verloren gingen. Es scheint, als wäre der Teufel selbst dort am Werk. Warten Sie mal. Eine Karte der schottischen Küste, sagen Sie? Ich glaube, ich habe eine in meinem Zimmer da drüben, hinter der Bar. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn und sehen Sie selbst nach. Wenn Sie sie finden, können Sie sie mitnehmen. Dann schauen wir doch gleich mal. Ich brauche etwas. Och Mann, ich dachte, du wählst den automatisch aus. So, wo ist denn die Karte? Ich habe, was wir brauchen, Watson. Jetzt sehen wir uns einmal diese Karte an. Ah, okay. Man kann hier anscheinend die Koordinaten auf der Karte irgendwie einstellen. So. Da kommen bestimmt hinter unsere Zahlen ins Spiel. Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten an, Watson. Kein Geheimnis kann einem wendigen Verstand entgehen. Ja, wollen wir mal gucken. Ach, hier ist auch noch was. Lord Rochesters Sohn auf dem Weg nach Indien. Ach, das ist der Typ, von dem wir ja schon gehört haben, der dann hinter diese... der angeblich verschollen ist auf dem Rückweg von Indien, ne? Gucken wir mal. Ein Foto von Rochester als junger Mann. So, jetzt wollen wir mal sehen. Wie kriegen wir denn hier die Karte eingestellt? Rauszoomen kann ich nicht. So, wir hatten 56, ne? Warte mal hier, das 50, 40, was ist das denn hier? 57, ach hier, 5, 6 war unsere erste auf der Karte. Gibt's hier aber gar nicht. Ah ne, wir hatten 56, 43, das müsste dann hier irgendwie liegen, ne? 1, 2, 3 und 6, also ungefähr hier. Und oben brauchen wir, wo haben wir denn oben? Da hatten wir die 6 Grad... Sind wir bei 8? Mal gucken. 6 Grad 13, 4, ne? 6, 1, 2, 3, 4. Hier müsste das sein. Watson, das bedeuten diese geheimnisvollen Zahlen. Länge und Breite. Sie geben einen Punkt an der schottischen Küste namens Ardna Merkham an. Bringen wir den Schlüssel zurück zum Wirt und fragen ihn, ob er diesen Ort kennt. Ja, war ja relativ klar, dass diese Zahlen dann bei einer Karte hinter Koordinaten sein müssen. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? In der Tat, Sie hatten recht. Ich habe die Karte gefunden, genau wie Sie gesagt haben. Können Sie etwas mit dem Namen Ardna Merkham anfangen? Aber ja, das ist ein Leuchtturm an eben dieser Küste. Der Legende zufolge wurde er über einem Piratenversteck errichtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dieser Ort befindet sich mitten in dem Sturm, der all diese Schiffe zerschellen lässt. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Gebäude. Man sagt, der Kerl, der es gebaut hat, Stevenson hieß er, glaube ich, der hätte den Eingang mit fremden Symbolen, ägyptischen Obelisken und sogar einem Hund mit Flügeln verziert. Komisches Zubehör für einen Leuchtturm, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. So, vielleicht als nächsten Schritt der Barnes ist der fertig, weil wir so wollten das ja nur zeitlich überbrücken. Dann schauen wir doch bei dem mal nach, was der uns vielleicht berichten kann zu diesem alten okkulten Buch. Bin ich irgendwie falsch gesprungen, glaube ich. Naja. Es geht ja fix. Mr. Holmes,
Es ist mir gelungen, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dieses Buch ist recht alt. Es erzählt von einer schrecklichen Sekte, die sich merkwürdigen Wesen verschrieben hat. Die Beschreibungen sind vage, aber wir können annehmen, dass der Ursprung dieses Mythos im zerstörerischen Leviathan aus der Bibel liegt. Eine Kreatur, die angeblich in einer seltsamen Stadt unter dem Meer schläft und träumt. Ein Albtraum, der im Meer schläft. Ganz genau. Die Seiten, die Sie mich zu übersetzen baten, enthalten ein Gebet oder eine Anrufung dieses Wesens und die Beschreibung der dazugehörigen Zeremonie. Um ehrlich zu sein, was in diesem Buch beschrieben wird, müsste einen zum Lachen bringen, wenn da nicht diese schrecklich obszöne, morbide und blutrünstige Sprache wäre. Und diese Zeremonie, was können Sie mir darüber sagen? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht lachen. In dem Buch steht, dass vor Hunderttausenden von Jahren während einer bestimmten Sternenkonstellation ein Priester diese Riten vollzogen hätte und dabei den Namen eines zerstörerischen Leviathans ausgerufen hätte. Der Priester intonierte seinen Namen und rief ihn auf die Erde zurück, damit seine Anhänger ihm das geben konnten, was ihm zustand. Dann bat der Priester einen Vertreter jeder Nation der Erde, die Anrufung zu rezitieren und sich von einem gigantischen natürlichen Felsenturm, umgeben von Wasser, ins Meer zu stürzen. All das ist ziemlich absurd, nicht wahr? Bitte fahren Sie fort, Barnes. Wie Sie wünschen. Weiter steht da, dass die Zeremonie unter dem Bild des Boten der äußeren Götter stattfinden muss. Über diese Wesen steht dort sonst nichts Genaues mehr. Der Beschreibung zufolge sehe dieser Bote jedoch recht ähnlich aus wie die ägyptische Sphinx. Nur hat sein Gesicht keine Gesichtszüge und ist pechschwarz. Eine Götterstatue von gleichem Aussehen muss an der Zeremonie teilnehmen. Aber können Sie sich das vorstellen? Ein sogenannter Priester und eine internationale Menschenmenge auf einem Turm, die alle zusammen von einem gesichtslosen Steinlöwen mit Flügeln singen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Barnes. Sie sagen, dass diese Menschen sich ins Meer stürzen müssen, damit ihr Gott das bekommt, was ihm zusteht? Aber worum geht es dabei? Was sucht dieser Gott? Das ist der lächerlichste Teil dieser Geschichte und beweist, dass es sich um einen reinen Mythos und Einbildung handelt. Selbst in der Theorie hätte diese Zeremonie niemals stattfinden können. Im Altertum wäre es nahezu unmöglich gewesen, Vertreter aus jeder Nation der Erde an einem Ort zusammenzubringen. Ich verstehe Sie, Barnes. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beantworten Sie meine letzte Frage. Was will dieser Leviathan von uns? In der Tat schulden wir diesem Wesen angeblich unsere Welt. Wenn man diesem Buch zufolge die Zeremonie abhält, die Menschen sich opfern und der Dämon angerufen wird, erhebt er sich und verschlingt die Erde. Ja, Holmes, sie strebten nichts weniger an als das Ende der Welt. Was für ein Unsinn! Danke, Barnes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Die Zeitung von vor unserer Abfahrt. Suchen Sie sie, Watson. Es stand ein Artikel über die aktuelle Sternenkonstellation drin. So erfahren wir vielleicht genau, wie viel Zeit uns bleibt. Aber Holmes, Sie glauben doch wohl nicht. Die Zeitung, Watson. Suchen Sie diese Zeitung. Sehen Sie, Watson! Das Licht ist kaum zu sehen! Das erklärt die zerschollenen und verschwundenen Schiffe in letzter Zeit. Holmes, wenn wir nicht bald einen Platz zum Anlegen finden, werden Sie unsere Namen wohl zu den armen Seelen schreiben, die in diesen Gewässern verloren gingen. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Das Meer, es hat ihn einfach verschlungen! Lämmer für die Schlachtbank! Watson, wir müssen das verhindern! Na, Halleluja. Was gibt es denn für einen Grund, da die Welt zu vernichten und daran auch noch Spaß zu haben? Tja, dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Mal, ob wir hier irgendwie den Anfang finden. Das da hinten sieht aus wie so Geysire oder so. So, wo sind wir denn hier? Ach, guck an, hier ist der Leuchtturm, oder? Was ist das? Hm, eine
vorne ist eine Treppe. Dann müssen wir da hingehen. Ah ja. Okay. Im Hintergrund so eine komische Hütte. Hier so Statuen. Was ist das? Ah, hier liegt was. Was ist das da hinten? Na gut, dann können wir ja gleich mal hinlaufen. Schauen wir mal, ob wir da was finden. So, wir haben hier sowas. Eine Eisenstange. Okay, hier geht glaube ich nichts, nehme ich mal an. Man hat sich besonders bemüht, dieser Statue ein schwarzes Gesicht ohne Gesichtszüge zu geben. Okay, das haben wir ja schon mal gehört. Ohne Gesichtszüge hat uns Barnes ja erklärt. Sie ist fest von innen verschlossen. Gut. Von innen verschlossen, dann gucken wir mal. Ich meine, wir mussten hier in irgendwelche Tunnelsysteme kommen oder so. Das Ganze hatte irgendwie auch mit dieser Piratenerzählung noch zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir bei Barnes immer so Bücher gefunden haben. Und eins dieser Bücher... Ach, guck an, da liegt auch was. Oh nein, was ist das? Ein Seil? Dieses Seil ist nicht sehr stabil, aber es ist das Beste, was wir haben. Okay, er schreit so schön im Wind. Was tatsächlich! Fässer mit Süßwasser! Gucken wir nochmal bei diesen Geysieren vorbei. Ich gucke dann mal, ich meine, die sind doch auch bei dieser einen Piratengeschichte beschrieben worden. Weiß ich nur noch ganz grob. Wo waren die denn hier? Ich bin doch von hier gekommen, ne? Hier, wo es dampft? Nee, keine Ahnung. Ach, hier unten. Da habt ihr diese Löcher, ich suche das gleich mal raus mit dem Piraten. Hä, was war das denn da oben? Moment mal. Hier, das sieht aus wie ein Tier, ne? Da, dieser Felsen. Da fehlt ein Horn, ist abgebrochen. Okay. Dann schauen wir mal. Also, das hier... Ich such's mal raus. Ja, hier haben wir das. Das war diese Geschichte von diesem gefürchteten Piraten. Und ganz am Ende steht dann Folgendes. Den Anwesenden zufolge sagt er dies. Aus der Mitte von drei spuckenden Mündern, das könnten unsere Heißwasserquellen da gerade sein, 30 Schritte Richtung Widder. Und der Widder wäre dann dieses komische, ja, dieser Felsen da. Ne? Mehr wollte er nicht sagen, solange man ihm nicht sofort sichere Überfahrt und so weiter... Da ging es ja auch um so einen berühmten Piratenschatz. Ich meine, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das gefunden hatten. Das war relativ am Anfang. Und weil es ist hier das zweitunterste Dokument, was wir haben. Einmal der Strand und dann darüber schon verschiedene Piraten. Das müsste also dann wahrscheinlich in Folge 1 oder 2 vielleicht gewesen sein. Da habe ich das dann, meine ich, sogar vorgelesen. Okay, hier ist auch von der schottischen Küste die Rede und so weiter. So, 30 Schritte Richtung wieder. Was passiert da? Hier sind drei Salzwassergeysire. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Na, da kommt sogar noch ein Hinweis. Okay. Gehen wir hier in diese Richtung und was... Keine Ahnung, was finden wir denn dann? Das muss der richtige Ort sein. Sie kennen meine Methoden, Watson. Untersuchen wir den Boden genau. Okay. Ah, hier ist ein Felsen. Ich brauche etwas. Dafür... Ach, hier ist die Karte sogar. Kann ich hin und her hüpfen? Verborgener Felsenhütte. Okay, hier sind wir jetzt gerade so. Hat sich gerade irgendwie das Programm so ein bisschen nicht aufgehängt, aber irgendwie wollte er, keine Ahnung, auf dem Desktop oder so.
Ich habe mal die Eisenstange ausgewählt. Ich nehme an, damit können wir den Felsen hier weghebeln. Ich vermute, dass wir mit dem Seil da nach oben klettern. Ich denke langsam, diese Piratengeschichten sind bloßer Aberglaube. Da könnten Sie schon recht haben, Holmes. Und was ist mit dem Geist? Wer weiß, Watson? Wer weiß? Holmes! Kommen Sie, Watson! Wir sind doch Männer der Wissenschaft, oder? Eine echte Gefahr erwartet uns in diesem Leuchtturm, wenn wir ihn erreichen. Zu Ihrer Beruhigung werde ich die Führung übernehmen und als Erster hinuntersteigen. Mal sehen. Das scheint mir ein recht steiler Abstieg zu sein. Wie sollten wir das angehen? Ja, ich probiere das Seil nochmal kurz aus und dann beende ich höchstwahrscheinlich auch gleich die Folge, weil wir dann eigentlich wieder bei 40 Minuten sein dürften. Und dann gucken wir uns an, was die beiden hier erleben beim nächsten Mal. Ne? Nee, obwohl wer weiß, was kommt, wenn ich jetzt das Seil da dran lege. Wir machen hier Schluss. Beim nächsten Mal klettern wir direkt am Anfang runter und dann haben wir das Ganze von hier oben an. Wollen wir mal gucken. Also erstmal vielen Dank fürs Gucken. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Und dann sage ich alles Gute bis zum nächsten Mal. Ne? Und am Ende tschüss.